Wir sind wieder da. Das ist eigentlich echt. Ich sollte, glaube ich, dem Postboten eigentlich mal so ein kleines Geschenk machen. Du? Ja, ich. So. Also, wenn ihr das Video seht, ist eigentlich schon vorbei, aber es gab bei Amazon jetzt eine Woche Bestell für 100 Euro und du zahlst nur 50. Ich dachte mir, das nutzt du jetzt mal. Du möchtest sowieso einige Filme austauschen, die du auf DVD hast und möchtest auf Blu-ray upgraden. Guckst du mal, was da ist. Ich habe durchgeguckt und habe gesagt, ja, so manche Sachen sind okay, würde ich gerne machen. Viele Sachen, die da waren, haben mich gar nicht interessiert. Aber ich habe doch so einige Schätzchen gefunden. Wir fangen mal an. Ja, das ist ja mehreres. Wir fangen mal an. Scheiße. Ja, ja, das ist so normale DVDs. Ach, normale Haufen DVDs. So. Wir fangen mal an mit einem. Oh, geil. Mit einem meiner Lieblingsfilme. Einer auch meiner Lieblingsfilme. Es ist der Film Pitch Black. Pitch Black, ein richtig, richtig guter Film. Den wollte ich mir sowieso schon mal auf Blu-ray upgraden, also updaten. Ich wollte das deutsche Wort nehmen, hochstufen, aufwerten. Aufwerten ist gut. Ist auch schön. Aufwerten ist schön. Erneuern. Ja. Und da dachte ich mir, gut, den machst du auf jeden Fall mit da rein. Mir gefällt der Film von der Grundstimmung her. Die Charaktere gefallen mir, besonders Vin Diesel gefällt mir hier sehr gut. Ja. Und deswegen musste der Film unbedingt mit dabei sein. Storymäßig ja das Prequel zu Reddick. Wie heißt der? Es gibt ja die Reddick-Chroniken eines Krieges, genau. Und dann Reddick. Das ist das Prequel, also das ist der Vorgänger. Das ist der erste Teil. Der erste Teil der Reihe, dann kam Sequel, dann kam noch ein Sequel. Und dann gab es doch mal einen animierten Kurzfilm, der zwischen dem Film und dem zweiten Teil. Den habe ich nicht gesehen. Geht 30 Minuten, habe ich auch nicht gesehen. Dann einer der vielleicht nicht abgedreht, aber einen der interessantesten und schönsten Filme, spannendsten Filme, actionreichsten Filme. Lucky Number 11? Nein. Oh. Es ist Smokin' Aces. Kenn ich nicht. Oh, den musst du dir anschauen. Okay. Der ist gut. Den habe ich damals durch Zufall gekauft auf DVD und der hat mir sehr gut gefallen. Es gibt auch einen zweiten Teil von, der ist nicht so gut. Der ist grandios. Es geht halt darum, dass ein Kronzeuge rein. Also der Herr, ja, Ace ist ein Spitzname, möchte Aussagen, wird vom FBI beschützt. Mhm. In einem Hochhaus und lässt sich da gut gehen, ne? Mit Nutten, Koks und allem drum und dran. Und dann werden verschiedene Killer auf ihn angesetzt, um ihn auszuschalten, bevor er aussagt. Mhm. Okay. Es ist dann irgendwann ein riesiges Chaos und sehr gut gemacht, finde ich. Kommen wir zu einem weiteren Film, in dem Vin Diesel mitgespielt hat. Eine kurze Rolle. Triple E? Eine kurze Rolle. Ich habe es erst gemerkt, als ich es mehrmals gelesen habe. Ich war damals im Kino. Saving Private Ryan. Oh. Also das war der letzte hab ich Soldat. Nie gesehen. Soldat James Ryan habe ich damals mit einem guten Freund im Kino geschaut. Mag keine Kriegsfilme. Er ist, ja. Wo macht er Vin Diesel mit? Vin Diesel spielt hier mit. Hier spielt Vin Diesel okay. mit. Okay. Er ist der erste des Trupps, der drauf geht. Okay. Glaube ich. Ist das so sein erster Film oder was? Ja, seine ersten frühen Rollen. Ah, ja. Der hat auch eine ganz andere Synchronstimme da. Ah, ja, natürlich, haben die am Anfang ja alle, ne? Und dann durch Zufall habe ich da mal seine Video durchgelesen, dachte ich mir, oh, er spielt bei Sonntag James Ryan mit, da musst du nochmal gucken. Und er hat mich damals im Kino sehr begeistert, einmal durch diese sehr realistische Anfangsszene mit dem Sturm auf die Normandie. Ist das Matt Damon? Ja, Matt Damon ist das Soldat. Den erkenne ich gar nicht. Matt Damon ist Soldat James Ryan. Ach, ich dachte, er wäre das. Nee, ja, das ist der Colonel, der ihn suchen muss, Tom Hanks. Und also diese Schonungslosigkeit, also war echt. Ich glaube, damals ist auch irgendeinem anderen in einem Kino schlecht geworden, der musste rausgehen. Ich weiß nicht, diese Kinovorstellung war eine Katastrophe eigentlich. Am Anfang fing es los, da war erst der Ton da, dann war das Bild weg, dann kam das Bild wieder, man sieht sich, wie sie einer übergibt, dann war der Ton aber weg. Dann hat die Putzfrau irgendwo einen Staubsauger stehen lassen, da ist einer dann drüber gefallen von den Zuschauern. Das war eine Katastrophe. Klingt aber ein lustiger Abend. Ja. So. Und kommen wir zu einem Film, das ist eher so ein Kinderabenteuerfilm, aber auch für Erwachsene. Das ist halt schon mehr für Kinder gemacht. Der mir dann noch sehr gefallen hat, weil Jared Butler mitspielt, Jodie Foster spielt mit. Also ich sehe schon am Cover, 300 ist es nicht. Es ist 300 für Arme vielleicht. Es ist die Insel der Abenteuer. Hab ich auch noch nie gehört. Habe ich mir damals in der Bibliothek mal einfach ausgeliehen. Hauptcharakter ist halt die... Das ist König Leonidas. Das ist mit Hut. Ja, siehst du, ist inkognito. Oh, er hat kein Bart. Der hat sich rasiert, tatsächlich. Ja. Also das Mädchen mit Namen Nim lebt mit ihrem Vater auf einer Insel. Der ist dort Forscher und der verschwindet irgendwann. Oder ihm passiert etwas. Und sie
liest halt sehr gerne die Bücher dieser Schrift, dieser Autorin, über diesen Charakter. Ach, ich dachte, das wäre so. Und dann schreibt, weil sie dann irgendwann eine Angst und Hilfe braucht, schreibt sie ihr. Und sie ist aber, hat also viele Neurosen und Psychosen und traut sich gar nicht aus dem Haus zu gehen, immer überwindet dann aber irgendwann ihre Angst und will jetzt zur Hilfe ein und hat dabei natürlich immer ihre Monologe mit ihrem fiktiven Charakter, der sie dabei unterstützt und die Hilfestellung gibt. Also es ist ein sehr schöner Film, macht Spaß. Ist einfach mal für zwischendurch, ja, für Kinder geeignet, aber auch einfach mal, wenn man so netten, lustig, also nicht übermäßig lustigen, aber doch schön Abenteuerfilm schauen möchte. Ja, sowas wie Goonies halt, war ja auch ab 6 und 5, also definitiv. Wobei Goonies besser ist. So. Dann gab's noch was. Oh, ich dachte, oh cool, jetzt das musst du machen. Denn das nimmst du jetzt wirklich mit. Es ist eine Serie. Eine Science-Fiction-Serie. Ein Remake. Ein Remake einer Serie. Ich weiß noch, wann das Original so aus den 70ern, Kampf Stern Galactica. Dann kam ja irgendwann 2003, 2004 rum, das Remake. Battlestar Galactica. Ich habe diese Serie schon auf DVD, sowohl das Original als auch das Remake. Aber das Remake, das würde ich unbedingt auf Blu-ray haben. Und dachte mir, jetzt bei dieser Aktion kannst du es echt mal machen. Was hat das gekostet? 49. Oh, also quasi hast du das bezahlt und hast den anderen Rest nicht zubekommen, ne? Genau. Nicht und bei schlecht. Einem Film, der ist noch nicht gekommen, der kommt morgen noch dazu. Ah. Aber den weiß ich jetzt nicht mehr, welcher das war. Der kann doch nicht so gut gewesen sein. Doch, aber ich weiß echt nicht mehr, was mich gerade ärgert. Schade. Auf jeden Fall, ja, diese Serie finde ich einfach wunderbar. Sie hat mich vom Anfang bis zum Ende mitgenommen. Einmal die Idee, dass man halt wirklich ja, nochmal dieses Kampfstern Galactica aufnimmt, das aber noch um einige Komponenten erweitert, um zum Beispiel Thema Religion. Sehr großes Thema. Auch die Weiterentwicklung der Zylonen, was die nun können. Dass es nun auch wirklich dort Modelle gibt, ja, die einfach wie die Menschen aussehen, wie Menschen fühlen, auch wie Menschen agieren. Es gibt immer Intrigen, man kann eigentlich keinem mehr trauen. Und die wunderbar, auch die Darsteller gefallen mir sehr gut. Oh ja. Es war gewöhnungsbedürftig, dass gewisse Charaktere einen Geschlechtswandel hatten, im Gegensatz zum Original, wie Starbucks. Ja. Starbucks. Werbung. Wie Starbucks im Original ein männlicher Darsteller, gespielt von Faith aus A-Team. Hier nun eine Frau, aber das macht gar nichts. Die spielt das richtig gut. Ja. Und ich muss sagen, echt klasse. Und Battlestar Galactica war die Serie, die Wackelkamera eingeführt hat, wo immer Objekte davor sind, vor dem Bild. Da ist immer irgendwie ein halber Schrank davor, eine Blume, ein Arm oder sowas, wenn was gefilmt wird. Das hat Battlestar Galactica angeführt. Das machen immer noch ziemlich viele Serien heute und Filme. Was mich persönlich extrem stört, wenn etwas gefilmt werden soll und etwas anderes ist davor. Das ist für mich ein No-Go. Aber die Serie hat es eingeführt und heute machen sie immer noch eine Serie. Die Computereffekte sind für eine Serie 1A. Ja. Manche Zylonen, ja. Ja, okay, die Zylonen sehen scheiße aus. Die Zylonen sieht man, das ist jetzt noch ein bisschen käsig, aber für eine Serie. Die Raumschiffe sehen klasse aus, ne? Also, ja. Und die kämpfen mit den ganzen Raketen und so, das ist so geil, ne? Wirklich, für eine Serie ist das richtig, richtig klasse Unterhaltung. Enthalten in dieser Box sind Staffel 1, 2, 3, 4 mit Pilotfilm. Bei der DVD-Box, die ich habe, ist der Pilotfilm nochmal extra gewesen. Dann ging es los mit Staffel 1, 2. Gibt es noch 4 Staffeln? 3, 4, es gibt 4 Staffeln, ja. Guck mal in deinen an. Das sieht mir so aus, wenn du auch 4 Staffeln hast. 3, 4, Final Season. Aha. Ich habe noch eine Final Season dabei. Disc 1, 2 und 3. Dann ist wahrscheinlich. 5 Seasons. Disc 1? Ja. Season 3, Season 4, Disc 1, 2, 3 und Final Season, Disc 1, 2, 3. Ja, wahrscheinlich haben sie bei uns dann hier Final Season und Staffel 4 zusammen gemacht. Meinst du? Ja. Steht doch. Ja, es fällt schon raus. Oh. Final Season heißt das. Ja, wer weiß das. Also es gibt 5 Staffeln. In Deutschland 4. Normal sind es die Deutschen immer, die es verdoppeln, ne? Ja, ja, ja. Dann gibt es dazu noch die zwei zusammen. Die zwei Damen und zum Zeitpunkt damalige Filme. Razor and the Plan. Mittlerweile gibt es einen dritten Film, der allerdings vor den ganzen Geschehnissen spielt. Und zwar aus der Sicht des jungen Adama. Aha. Blood and Chrome. Ah ja, habe ich auch schon von gehört, da habe ich noch nicht gesehen. Den kann ich dir geben, den habe ich zu Hause. Ist der gut? Auf Blu-ray. Ja, gefällt er, ja. Von Blood and Chrome habe ich den Soundtrack. Den nehme ich gerne mal. Okay. Wollte ich dir mal anhören.
Also ich habe wirklich angefangen, die zu gucken und dachte mir, nach Staffel 1, er ist auch cool, ja. Oh, das kann ja nicht besser werden und es wurde immer wieder besser und besser und ich wurde immer mehr mitgerissen. Was ist selten bei mir, dass mich eine Serie so gut gefällt und mich so mitnimmt. Aber ich sagen muss, die letzte Staffel war mir ein bisschen zu viel Religion. Na, das mag sein. Das ist halt immer Geschmackssache. Ja, ne? Das stimmt. Mir auf jeden Fall hat sie wunderbar gefallen. Hast du schon Game of Thrones Season 6 gesehen? Nein. Kannst du mir mal das Cuttermesser geben? Dann ich wollte ich jetzt da nochmal nachgucken. Ja genau, du hältst schön die Klappe. Allerdings könnte ich sie mir mal bei Amazon Prime langsam mal anschauen. Mhm. Das sollte ich machen. Aber bitte ich mach das mal. Ich habe mir mittlerweile The Strain angeschaut. Was für ein Ding? The Strain. Was ist das denn? Geht auch irgendwie um Vampire etc. Oh. Sehr schön gemacht. So eine Fernsehserie oder was? Eine kostenlose? Momentan ja. Oh, schön. Gibt es sogar bei Amazon die erste Staffel auch in einer limitierten Edition mit Kopf. Kostet aber 70. Also mal am Rande bemerkt, ich habe auch Galactica alle Seasons, allerdings auf Englisch. Habt ihr schon etwas länger, auch auf Blu-ray. Also ich möchte zum Design sagen, dass mir die Box definitiv besser gefällt. Du könntest nochmal zum Vergleich hochhalten. Also mir gefällt das Design weitaus besser. Ist halt drumherum bedruckt, ne? Aber das Design der deutschen Komplett-Edition ist noch schrecklicher. Ich habe ganz viele Einzel-Blu-rays drin. Er hat diese fetten Doppeldinger. Mhm. Bei der deutschen Blu-ray war das so, man hat hier unten so eine Art Deckel gehabt, wo man die Staffeln reingestellt hat. Der war ungefähr dann so hoch. Mhm. Dann waren halt die Staffeln jetzt drin. Oben kam noch so ein Deckel drauf. Das ist also quasi, ich habe ja hier auch zwei Deckel, ne? Ja, ja. Ohne Hülle. Ohne Hülle. Das war der stabil. Bei den anderen so. Ist es nicht stabil. Da ist dann zwischen nichts mehr. Es ist nur oben Deckel, unten Deckel, die Hüllen drin. Wer baut denn sowas? Die deutschen. Total wackelig. Jetzt bin ich froh, dass das Ding wirklich so einen tollen Pappschuber hat, der einfach stabil ist. Sieht aus wie ein Buchschuber. Ja. Ja. Und es ist so schön, man kriegt sie nicht raus. Ich will mal gerade aufs Datum gucken, hier steht das irgendwo. Ich glaube von 2008 ist die Blu-ray-Sammlung hier. So, wir können ja mal jetzt deine Final Season mit meiner Staffel 4 vergleichen. Also, erste Folge ist Sometimes a Great Notion. Das verlorene Paradies. Hier. Ah, das heißt im Englischen Daybreak und im Original ist es Götterdämmerung. Ah ja. Götterdämmerung, Götterdämmerung. Also ist das Season 5 ist Season 4 auf Deutsch? Ja. Okay. Interessant. Ja, hat definitiv auch mehr Discs als die zum Beispiel die dritte Staffel. Eine Disc bei Götterdämmerung eine Extended Edition hat. Stimmt, jede Staffel hat 5, nur die. Und die vierte hat 3 und die fünfte hat auch 3, also 6 ja. Für dich, ne? Ja. Deswegen haben sie es in 2 geteilt wahrscheinlich. Passt es. Im Original. Ja. Okay. Das Ganze hat 16 freigegeben, nicht ohne Grund. Das ist interessant hier. Bei mir sind alle Blu-rays ab 15, nur eines ab 18, deswegen ist die ganze Box ab 18. Wegen einer einzigen Folge wahrscheinlich. Das ist dieses amerikanische oder englische System. Ja. Die haben das ganz anders, die haben ganz andere Freigaben. Die schneiden aber auch viel mehr als wir. Die sind wirklich schnittfreudiger. Also, wenn die Engländer schon sagen ab 18 und deine ist ab 16, das ist schon irritiert mich ein bisschen. Die Engländer sind echt hart. Die haben ja auch bei den, glaube ich, bei den Turtles von Michelangelo die Nunchakus irgendwo rausretuschiert. Ehrlich? Warum? Ja, weil Nunchakus frei verbrauchlich waren. Ach so. Mal gucken, welche Folge ab 18 ist. Ah ja, die erste Disc ist ab 18. Das heißt, die. Ist das jetzt Season 3? Eine der ersten Folgen ist ab 18 hier. Season 3, ich hol sie mal gerade raus. Komm raus! Aber welche stehen natürlich nicht dabei? Halt, das sind 5 Folgen. Und eine Doppelfolge, also 4 Folgen. Also. Das könnte entweder Occupation. Wie heißt man die Occupation? Der erste. Ach, auf Deutsch. Occupation. Dann am Abgrund ist der zweite. Ja, Precipice. Dann kommt Exodus 1 und 2. Und dann Verräter. Collaborators, ja. Ist gut übersetzt. Und wie ist denn bei das 2? Torn. Virus. Oh. A Measure of Salvation. Immun. Hero. Helden, ja. Unfinished Business. Der Ring. Okay, die dritte machen wir noch. Unfinished Business, Unaired Extended Cut. Der Ring, Extended Version. The Passage. Auftrag ausgeführt. The Eye of Jupiter. Ja, das Auge des Jupiter. Oh. Rapture. Supernova. Okay. Oh, jetzt will ich mal gerne
Disc 4. Ja, ist ein nächste Hülle hier. Taking a break from all your worries. Zuckerbrot und Pein? Nein. Wie geht's weiter? The Woman King. Allein gegen den Hass. A Day in the Life. Ja, bis nächstes Jahr. Dirty Hands. Streit. Und Maelstrom. Ruf aus dem Jenseits. Was ist denn das? Und wir machen letzte Disc, ja. Ja. The Sun Also Rises. Berufung. Crossfades Part 1. Ja, Scheideweg Teil 1. Ja, und Crossfades Part 2. So, 1, 2, 2, 3, 3. So. Müsste ich auch mal wieder gucken, Galactica. Schon eine lange her. Ja. Komm raus. Aber ich habe es vor, wieder Star Trek Next Generation zu gucken. Komm raus. Ist auch schon wieder lange her. Ja. Muss ich auch mal wieder gucken. Freust du dich auf die neue Serie? Ehrlich gesagt, nach dem Trailer nicht. Aber generell schon. Gab's einen neuen Dreh? Ich habe diesen Teaser-Trailer, ja, wo man kaum was gesehen, ja, hat, gesehen. Und das sah scheiße aus. Ein kackbraunes Raumschiff in schlechtesten CGI. Es geht gar nicht. Genau, hier ist der Pilot drauf. Bei der DVD-Version ist der Pilot 1 und hier ist er mit drauf. Pilot Teil 1, Teil 2. Der Pilot ist die Web-Episode, ne? Nee. Nee? Pilotfilm. Okay. Wie heißt das hier? Battlestar Galactica Miniseries. Ja gut, jetzt wisst ihr das, ne? Okay. Dann und Disc 2, erste Episode ist 33. Bei dir auch, ne? 33 Minuten haben sie rausgemacht. Ehrlich? Ja! Water? Wassermangel? Bastille Day. Meuterei auf der Astral Queen. Act of Contrition. Zeichen der Reue? You can't go home again. Okay, kein Weg zurück. Oh ja. Wie haben sie bei der nächsten halben Staffel bei Disc 4 den 12er übersetzt? Ich nutze keinen 12. Ja, also halt bei Season 1, Part 2. Ist das dann Part 2, ne? Colonial Day. Colonial Day, das ist bei mir der 12er Rat. Okay. Dann kommt Kobold Teil 1 und Kobold Teil 2. Kobold's Last Gleaming. Okay. Ja, okay. Es ist schön. Manche Übersetzer, die glaube ich... Die haben einen gesagt. Warum habt ihr da Minuten, das Wort Minuten der 33 gesetzt? Warum? Was kriegt ihr bezahlt für euren Job? Ehrlich, den könnte ich besser machen. Als Hobby. Vielleicht muss man bewerben. Ja, wäre vielleicht eine gute Idee, ne? Titel übersetzen, das kriege ich hin. Man kommt nicht so ein Scheiß raus, wie bei manchen deutschen Filmen. Battlestar Galactica. Wie übersetzen wir Galactica? Kampfstern Galaxis, sah. Oh Gott. Nein. So, das war so diese Zahle 50, bestell 400 Aktion. Was dabei ist, also es gab noch einiges mehr. Es gab die Nackte Kanone-Reihe. Schön. Die Indiana Jones Filme. Hab ich alle. Zukunft in die Zukunft. Hab ich alle. Und halt verschiedene einzelne Filme. Beverly Hills Cop 1 bis 3 gab es auch noch. Der erste war gut. Aber ich überlege mir echt, so manche Filme möchte ich echt auf Blu-ray haben und manche lasse ich einfach auf DVD. Ich habe mir jetzt auch hier zum Beispiel Sister Act mit Whoopi Goldberg 1 und 2 auf Blu-ray. Habe ich auf DVD, wunderbare Filme. Die einzig guten Filme mit Whoopi Goldberg sind eine Serie und heißt Star Trek The Next Generation. Nein, Jumping Jack Flash ist auch gut. Kenn ich nicht. Kenn ich doch. Kenn ich das? Weiß ich jetzt nicht. Weißt du nicht. Auch wunderbar abgewählt. Der Club der Toten Dichter, ein schöner Film auf Blu-ray. Ja. Braindead upgraded. Oh. Ja, in einem schönen Mediamook. Oh. Mhm. Cool. Sieht gut aus. Mit einem schönen Cover. Und Mimik? Mimik. Mimik im Extended Cut. Kenn ich nicht. Ich kenne die Mimik. Mimik ist gut, schöner Film. Kisten. Hat auch was mit dem Thema Mimik zu tun. Oh. Interessant. Sehr gut, also sehr gut. Gemacht von dem Regisseur, der Pacific Rim gemacht hat. Mhm. Hier, den kann ich gar nicht leiden. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Geht auch. Hier ist da Buchse. Aber sie gefällt mir. Sie gefällt mir gut. Ja, sie macht einen guten Job. Immer rum. Irgendwo. Lucy Lawless spielt ja nämlich auch mit. Ja, aber die ist hier nicht drauf, leider, auf den Bildern. Nee. Ich musste erst mal gucken, als ich gesehen habe. Lucy Lawless, was die da schon von Xena macht damit? Geguckt und bis sie dann erkannt hat, hat es echt gedauert. Die hat sich auch gut gehalten. Ja, hab ich auch gedacht, ey. Lieber schon. Hat sich echt gut gehalten. Das hab ich erstmal zurückgerichtet. Wann war denn Xena? Aus den 90ern ist das, ne, oder? Oder aus den 80ern? Nee, auf jeden Fall aus den 90ern. Dann kam das so auf Xena. Erst Hercules, dann Xena. Genau. Da hab ich zurückgerichtet. Das ist echt ohne. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr die Geduld gehabt habt, dieses super lange Battlestar Galactica und die anderen Filme Unboxing zu sehen. Wir sind auch gerade echt ausgeschwiefen. Ja. Geschwofen. Wir haben uns Zeit gelassen. Ja, wir sind abgeschweift vom Thema. Vorsicht, der Tisch ist ja da, wie deine Knochen. Echt Holz hier.
kein billiger Scheiß. Na, pass auf, das ist echt Glas. Ich wollte es eigentlich piepen lassen. Ach so. So. Gut. So, vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo. Wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten auf so gut wie möglich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.